Liebe Gläubige des Herrn und liebe Gläubiger der Herren des Staates Deutschland, ich kann als Ihr Bundespräsident Gauck nicht nachvollziehen, dass wir Politiker permanent besudelt und mit Witzen, Sottisen und Satiren überhäuft werden. Wir haben doch nichts getan. Und je weniger wir tun, umso mehr wird hergezogen. Ich weiß, ich habe in der alten DDR hart dafür gekämpft, dass jeder jederzeit sehen und hören kann, was er will, dass dazu nun auch solche Sendungen gehören, wie die Matthias Richtling Show, ist eine besonders unangenehme Begleiterscheinung. Aber bitte tun Sie sich das an, nur lassen Sie sich um Gottes Willen davon nicht irreleiten und aufhetzen. Ich bete für Sie. Amen, kann man nur sagen. Aber dann, ob jetzt das Thema Linke oder das Thema Krieg, lassen Sie sich bitte auch nicht aufhetzen vom Bundespräsidenten. Ja, viele treten ja gerade aus der Kirche. Vielleicht sollten wir mal konvertieren, weg vom Präsidialamt. Ja, kommen Sie zu uns, hier können Sie glauben, was Sie wollen. Herzlich willkommen in der Matthias Richtling Show. Ja. Ihre Unglaubensgemeinschaft für die politisch Verwunderten. Und auch heute wieder stehen wir in Ratlosigkeit vereint vor dem Herunterbeter der AfD, der in das Parteiensystem immer wieder eine Lücke reißt. Dann steigt zu uns herab als Ketzer Winfried Kretschmann, der seine Gebote zum Asylrecht nicht mehr in Steintafeln meißelt. Und es erscheint uns der Geist, naja, Geist, die Person, nein, das ist eine Überraschung. Ist ein kleiner Tipp. Der Satz stand von ihm: meine Gespräche waren immer eine Gleichung mit einem Bekannten. Egal. Also, und wir bekreuzigen uns nochmal vor dem Prediger Joachim Gauck, der als Bundespräsident bekanntlich nichts zu sagen hat, nichts zu handeln, nichts einzumischen. Und dafür ist Joachim Gauck genau der Richtige. Liebe Gemeinde und Gemeine, liebe Untertanen, verehrter Herr Bundespräsident. Ach so, das bin ich selbst. Ich habe neulich in einer meiner hervorragenden Reden gesagt, dass die Gemeinschaft, die an mich glaubt, und dazu gehöre ich an vorderster Stelle, dass wir Freiheit brauchen und Verantwortung, gerade auch bei der Bundeswehr, die unsere ist. Oder haben die unser militärisches Utensiliar nur deswegen so schlecht ausgerüstet, um eben nicht mitkämpfen zu müssen in der Weltgemeinschaft? Wir müssen uns aber als inzwischen Krieg führen müssende Nation fragen lassen von uns selbst, ob nicht der Wunsch, eine Bundeswehr zu haben, die eben nicht Krieg führt, ein Mythos ist, wie die heilige Familie im Christentum. Wollten wir nach unserer Schuld des Dritten Reiches wieder aufsteigen in die heilige Dreiengstirnigkeit der Weltgemeinschaft? Wie erstaunt war ich, als es Proteste gab gegen diese Worte, gegen mich. Ich bin euer Bundespräsident und Bundespriester. Wer hätte jemals die 12 Gebote angefochten? Oder waren es der Gebote nur 10? Aber waren es nicht 12 Aposteln? Gab es nicht genügend Gebote, damit jeder Apostel ein ganzes Gebot hätte haben? Hat da doch schon jemand 2 Gebote angefochten und sich daraus abgeleitet, dass er auch mich anficht?
Ich stehe als Ihr Bundespräsident unter meinem persönlichen Schutz und so sage ich euch, bereit sein, Sicherheit, entschlossen, Führer, früher, mit Verantwortung, militärisch engagieren, Probleme entlösen, Sülz, Laber, Plapper. Entschuldigung, das waren die Anmerkungen meines Mitarbeiters. Bitte. Joachim Gauck hat ja bekanntlich die Deutschen nach Wulff wiedervereinigt mit dem Bundespräsidialamt. Und damit ist er im Grunde genommen ein Bruder im Geiste mit demjenigen, der die Deutschen vereint hat, Europa vereint hat und auch die D-Mark mit dem Euro vereint hat, mit Helmut Kohl. Nicht wahr? Helmut Kohl, der gerade überall herumgezeigt wurde beim Mauerfalljubiläum. Seine Frau hat ihn ausgestellt bei der Buchmesse, wie den einen Balsamin. Wie den einbalsamierten Mao. Aber gut, ja, Helmut Kohl, der zu Amtszeiten ja bekannt war für seine enge Verbindung mit Boris Becker. Man wusste, der zweite Satz geht meist daneben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße mich ganz herzlich zur Vorstellung meines Buches. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich auch gefreut, dass ich mich gefreut habe. Auch in Form von meiner Frau. Ich liebe meinen Mann. Und das ist ein schönes Buch. Der Inhalt ist Europa. Damit ist es jetzt schon in der Geschichte eingegangen. Denn es ist von mir und ich bin ja auch in der Geschichte eingegangen. Und denk dran, wenn du das sagst, ich habe die Deutungshoheit über dich. Mein Mann ist Geschichte, ich habe ihn geheiratet und damit bin ich die erste Frau, die mit der Historie eine Ehe eingegangen ist. Gell? Das Buch hat Seiten und es hat wichtige Erkenntnisse zu Europa. Sag welche? Zum Beispiel die Erkenntnis, es ist noch nicht zu spät. In Europa? Und die Erkenntnis, es ist höchste Zeit. Weiter? Und die Erkenntnis, wir sind jetzt alle gefordert. Auch die Politik. Was ist mit dir? Die ist gefordert. Wo? In Europa. Anderer Zettel? Ich habe viel erlebt. Ich habe den Krieg erlebt, ich habe viele Tote erlebt. Ich war dann 16 Jahre Bundeskanzler. Schlimmer kann es für die Deutschen nicht kommen. Und jetzt kommt auch noch mein Buch. Anderer Zettel? Und was steht in dem Buch? Europa. Und da fehlt mir das Gespräch. Ich war immer mit Boris Jelzin nackt in der Sauna. Und das vermisse ich bei der Bundeskanzlerin in Europa. Ich habe die Deutungshoheit und ich werde irgendwann der Welt erklären, was Helmut Kohl gemeint hat mit Europa. Gell? Europa. Ja, das verraten wir aber jetzt noch nicht. Meine Damen und Herren, heute schießt er sich ein auf Europa. Als Bundeskanzler war er ja bekanntlich der Eigentor der CDU. Er war ja der Einzige, der bei sich ernst bleiben konnte. Ob sich das geändert hat, das wollen wir jetzt mal herausfinden. Denn er ist heute hier, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie in der Matthias-Richtling-Show Altbundeskanzler Helmut Kohl. Herr Kohl, guten Abend, Herr Kohl. Freue mich, dass Sie da sind. Guten Abend. Meinen Sie mich? Ja, Herr Kohl, ja, danke, dass Sie gekommen sind. Im Rollstuhl ist es sicher sehr beschwerlich. Einen schönen Menschen entstellt alles. Ja, ja. Wir haben gerade Ihre Buchpräsentation gesehen zu Europa. Belastet Sie die Krise mit Russland nicht auch sehr? Ach, wissen Sie, ich war 16 Jahre Bundeskanzler. Ja. Bei solchen Problemen kann ich heute erst immer mal mit einem Bein ausatmen. Ach so, ja, ja, ja. Na ja, was sagen Sie denn als Vater des Euro zu Euro-Kritik der Deutschen? Ich bin da viel gelöster geworden. Ach so. Ich sage heute Dinge nicht mehr, die ich mir zur Amtszeit nie getraut hätte zu sagen. Aha, na dann können wir ungeniert Herrn Lucke mal zuschalten von der AfD. Den kenne ich nicht. Aha. Ein Riesenrindvieh.
Ach so, ja, gut, ganz gut, ist egal. Dann versuchen wir es mal, ja? So, gut, also ganz, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ach so, ja, Herr Lucke. Oh, Herr Lucke. Herr Lucke, sind Sie schon? Ah, Herr Lucke. Guten Abend, Herr Lucke. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Bei mir sitzt Helmut Kohl, der Vater des Euro. Sie haben den Euro immer abgelehnt. Ist das für Sie unerträglich? Aber nur, weil der Euro uns genötigt hat, die Schulden der anderen Länder mitzutragen. Der Euro hat praktisch den deutschen Sparer enteignet. Das sagen Sie, und gleichzeitig bieten Sie Ihren Wählern Goldbarren im Parteishop an? Das müssen wir tun, weil durch den Erfolg bei den letzten Wahlen stehen uns über die Parteienfinanzierung 5 Millionen Euro zu. Die bekommen wir aber nur in voller Höhe, wenn wir in derselben Höhe Privateinnahmen haben. Sonst werden die 5 Millionen Euro gekürzt. Ja, aber man zwingt Sie nicht dazu, das Gold teurer zu verkaufen als die Banken. Das tun wir nicht. Wir verkaufen das Gold sogar billiger. Nein, Sie verkaufen es teurer. Es ist aber nur teurer als der aktuelle Preis. Es ist bei uns wesentlich billiger als der Preis des Goldes vor einem Jahr. Ja, weil das Gold heute sowieso billiger ist als vor einem Jahr. Das guckt aber keiner nach. Das heißt, also, Sie zocken die Wähler ab und die verlieren bei Ihnen nochmal Geld. Das ist doch so. Aber nur, damit wir sicher sind, dass der Sparer auch wirklich Geld verliert, falls es zu einer Erholung der Euro-Krise kommen sollte. Damit er uns wählt, weil wir die Einzigen sind, die vor der Krise warnen. Aber also, Herr Lucke, das ist doch Betrug. Das empfindet nur der es herausfindet. Ja, warum denn Gold? Mit uns verbinden wir den Wunsch nach sicherer Währung, und das ist eben Gold. Ja, aber mit Ihnen verbindet man auch die Warnung vor Überalterung zum Beispiel. Das ist etwas, wo Sie waren. Und deswegen bieten wir demnächst auch an Rheumadecken, Schnabeltassen und Kaffeefahrten. Ja, und die Aufforderung, mehr Kinder zu zeugen, verbinden wir übrigens auch mit Ihnen, wenn ich das mal sagen darf. Das stimmt. Ja. Und deswegen haben wir demnächst im Programm des Parteishops auch Potenzmittel und Sexspielzeuge. Ach, also wirklich. Also wirklich. Fassen Sie mal. Herr Kohl, was sagen Sie denn zu dem, was Herr Lucke von sich gibt? Was sagen Sie dazu? Er sollte sich ein Beispiel an mir nehmen. Aha. Bevor ich nichts gesagt habe, habe ich immer erst mal zweimal nachgedacht. Und ich habe viel gesagt. Ich war 16 Jahre Bundeskanzler. Das hat mir keiner beigebracht, da war ich Autodidakt. Ja. Ich besaß bereits als Kind das Wissen von heute. Herr Lucke, da frage ich noch mal zurück, Herr Lucke, haben Sie denn heute das Wissen von heute wenigstens, wenn Sie dauernd die Krise herbeireden? Wir reden sich herbei, wir benennen sie nur. Ach so, naja, aber damit Sie eine Basis haben für Ihren Goldverkauf, nicht? Das ist eine ganz normale Werbemaßnahme, genauso wie Fernbus, Sie jetzt Hochkonjunktur haben, weil die Bahn streikt, und Sie werfen den Busunternehmen ja auch nicht vor, dass sie den Streik herbeireden. Naja, also es heißt, Sie sind dankbar für die Krise, kann man so sagen. Natürlich nicht, aber ohne Krise gäbe es uns nicht. Also sind Sie dankbar für die Krise. Wir sind in gewisser Hinsicht dankbar, ohne jetzt unbedingt dankbar zu sein. Aha, also so wie Sie recht sind, ohne rechts zu sein. Das ist auch wieder so eine Unterstellung. Aber da kommen wir gerne noch einmal zurück auf die Fernbusse beim Streik. Die nutzen die Autobahnen, dafür sind sie dankbar. Und in ihrer Logik müssen sie Hitler dankbar sein, weil der bekanntlich die Autobahn gebaut hat. Na also, Herr Lucke, das war ganz einseitig und gefährlich, was Sie hier von sich geben. Ach so? Wenn die nichts mit Hitler zu tun haben, empfehle ich, alle Autobahnen einzureißen. Ach, das bitte. Die Autobahnen sind unsere Vergangenheit. Wir nutzen sie, sie weisen uns den Weg. Und jede andere Schlussfolgerung wäre entartet. Bitte? Und so nutzen wir auch die, die vielleicht mal auf Hitlers Spuren gewandelt sind. Aber wir lassen uns nicht mit Rechtsradikalen in einen Topf werfen. Wir brauchen auch da sprachlich mehr Rassenhygiene. Herr Lucke, entschuldige, das Rechte fühlt sich schon bei Ihnen heimisch. Republikaner Funktionäre sind in Essen und Köln zu Ihnen übergelaufen. Funktionäre der Republik. Das kann sein, aber Sie haben sich nicht beworben mit rechtsradikalen Parolen. Und uns als demokratische Partei hat nichts anzugehen, was Sie in Ihrer Freizeit machen. Was? Das Rechtsradikale ist für Sie eine Freizeitbeschäftigung? Das können Sie doch nicht im Ernst. Unser Programm ist kein Euro, kein Europa, Deutschland den Deutschen. Dafür brauchen wir kein rechtsradikales Potenzial. Das machen wir ganz alleine. Wir lassen uns von den Rechtsradikalen den Deutschen nicht vom Brot nehmen. Also, da hilft aber nur ein Stoßgebet an den Herrn.
Liebe mir Angetraute, verehrter Herr Bundespräsident. Ach so, das bin ich selbst. In einer meiner letzten Reden habe ich es so wunderbar ausgedrückt. Deutschland heißt Europa, heißt Verantwortung, heißt Geschichte, auch vor der Geschichte. Und deswegen gibt es ja den Satz, von deutschem Boden soll nie wieder etwas Linkes ausgehen. Ich weiß, es heißt Krieg, aber für mich ist es das Gleiche. Die Linke ist Krieg gegen das eigene Volk. Und dieser Krieg zieht jetzt auf in der Staatskanzlei von Thüringen, wo die Linke mit Herrn Ramelow den Regierungschef stellt. Schon aber mein Vorgänger sprach davon, dass der Islam zu Deutschland gehöre. Von den Linken hat er nichts gesagt. Es sei denn, die Linken wären inzwischen Islame geworden, radikales Geschichtsgut, dafür hätten sie genug. Aber wir brauchen sie nicht. Denn mit Google und Apple und Facebook haben wir genügend Stasi und Mauer und Spitzel, kurz genügend Linkes, was wir im ganzen Leben nicht aufbrauchen können. Es ist schön, wenn wir 25 Jahre Mauerfall zelebrieren, aber die Linke als Regierung ist nach meinem Dafürhalten doch ein bisschen zu viel. Permanent symbolischem Stacheldraht und Selbstschussanlage. Ich bin gerührt, dass ich das sagen kann. Ich bin gerührt von mir. Ich könnte mich küssen. Ja. Herr Kohl, fühlen Sie sich Joachim Gauck verwandt im Mahnen und im Mahnen an die... Der hat doch keine Ahnung, der Mann. Ach. Ich habe zum Beispiel als Drahtzieher hinter der Mauer immer die Stasi und Honecker vermutet. Was? Diese Einsicht hat der Gauck nie gehabt. Unfähig. Ja, aber er mahnt, wie Sie, an die deutschen Werte zum Beispiel. Das ist ja die deutschen Werte habe ja ich erfunden. Ach so? Herr Gauck hat viel zu wenig Respekt vor meiner Lebensleistung. Ach, na, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Aber er sagt es nicht in jedem Satz. Na, so, na. Ich habe einmal sogar meinem Lieblingshasen beigebracht, Menschen zu machen. Bitte? Das ist mir bei Herrn Gauck und dem Ossi Merkel nie gelungen. Aber es ist unglaublich. Doch, ist doch gut, wenn ein Bundespräsident nicht Männchen macht. Das spricht doch für ihn. Oder ich bin ihm ausgekommen ohne Bundespräsident, weil ich etwas war. Weil ich wusste, was ich wollte. Und ich wollte immer Bundeskanzler werden oder gar nichts. Am Ende war ich 16 Jahre beides. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich gekommen bin und dass ich mein Frauchen dabei habe. Und zwar geht es heute nicht nur um ein Buch über Europa, es geht auch um meine Biografie. Und zwar ist mir diese Biografie geklaut worden von einem Biografen, einem der bösartigsten Waschweiber der Journalie. Ich liebe meinen Mann, wir haben ihn verklagt. Zu Recht haben wir ihn verklagt, weil er hat Sätze von mir geschrieben, die unwahr sind. Vor Gericht hat er dann behauptet, es wären alles Originalsätze von mir. Jetzt verklage ich mich selbst. Und dafür liebe ich meinen Mann. Schon ganz früh. Die CDU war bei uns zu Hause unser Leben. Die CDU war Deutschland. Deutschland. Die CDU war Geschichte. Ich wollte mit Deutschland verheiratet sein. Du wolltest begattet werden von der Geschichte. Mein Mann war alles in einem. Und die Zuneigung begann früh durch einen kleinen Anhänger mit einer Birne dran. Ich bin allergisch gegen Birnen. Aber dann gab es die Satire Birne Kohl. Die kenne ich nicht. Das war eine Unverschämtheit. Und da wusste ich, wenn ich Birnen nicht haben kann, will ich Kohl haben. Auf mich bist du nicht allergisch. Schade, dass wir keine Kinder haben können. Mit einer Birne hättest du auch keine Kinder haben können. Ich bin froh um diesen Anhänger. Wenn du ausgesehen hättest wie ein Apfel, wäre nichts aus uns geworden.
Ja, Herr Kohl. Sie sind ja als Autor ausgesprochen kreativ. Die nächsten Bücher stehen auf der Tagesordnung. Wieland Backes, der große Helmut Kohl der Talkgespräche, würde sagen, woher kommt's? Ich komme vom Buch. Ach so? Da habe ich immer einen Hausschulabschluss. Ich dachte immer, Sie hatten Geschichte studiert. Geschichte gab es ja damals überhaupt noch gar nicht. Wir hatten keine Geschichte. Ich war ja noch gar nicht im Amt. Ach so, und deswegen schreiben Sie so viele Bücher, oder? Wie soll ich das verstehen? Ich lese gerne. Aha. Vor allem mich selbst. Ach so, ja, aber bitte, zu den brisanten aktuellen Themen findet man nichts in Ihren Büchern. Zu Mao, zu Sterbehilfe, zu Social Freezing, das Einfrieren der Eizellen bei Frauen. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich habe zu allen Problemen, die es überhaupt gibt, 5, 6, sagen wir 4 Sätze, die auf alles passen. Ich verwechsel nur ab und zu die Reihenfolge. Ach, dann gucken wir mal, ob jemand anderem mehr Sätze einfallen zu Social Freezing. Winfried Kretschmann, den kennen Sie doch, ja? Ja? Nein, den kenne ich nicht. Ja. Das ist ein ganz altypischer. Ja, nein, nein. Ja, wir versuchen mal unser Glück. Vielleicht ist er ja schon zugeschaltet, Herr Kretschmann. Ja, schönen guten Abend, Herr Kretschmann. Schönen guten Abend, ja, gut, Herr Kretschmann. Ach so, na, gut, ja. Herr Kretschmann, wir stehen vor einem Wandel von Zeit und Emotion. Helmut Kohl ist wieder aufgetaut, fremdbestimmt von einer Frau. Dafür werden Frauen jetzt fremdbestimmt von großen Konzernen. Was halten Sie von Social Freezing? Von was? Von Social Freezing? Ja, gut, also, seit ich neulich dem Asylkompromiss bekanntlich von CDU und SPD zugestimmt habe, gegen den empörten Willen meiner Partei, ist ja praktisch von denen aus mir gegenüber das soziale Eingefrieren an der Tagesordnung, muss man leider sagen. Nein, nein, ich meine das Social Freezing, also wo Frauen Geld kriegen, wenn sie ihre Eizellen einfrieren lassen von Apple zum Beispiel. Von Apple, die haben das ja, Apple. Ach, Sie wollen mich veräppeln? Nein! Von Apple. Frauen sollen später Kinder kriegen, damit sie im Beruf jetzt effektiver arbeiten können. Aha. Ja. Ja, gut, also, muss so sagen, in einer Zeit, in der Kommunikation praktisch nur noch aseptisch stattfindet am Computer, in der Webcam und im Chatroom, braucht man wahrscheinlich immer mehr solche Fortpflanzungen im Labor, weil sobald kein potenzielles Ehepaar mehr weiß, wer was wann wo wie rum reinstecken soll, damit er das kriegt, was man heute noch Kind nennt. Ach so, also Sie meinen, es wäre ein weiterer Schritt, die Menschheit emotional erkalten zu lassen, kann man sagen. Ja, gut, also offenbar ist ja für Apple etc. die dringlichste Frage, wie und wo ist die Frau im Job ineffektiv? Na ja. Das ist natürlich die Social Freezing, wie Sie sagen. Ja. Als Idee der totalitären Optimierung der Frau nicht umfassend genug. Wieso? Warum? Naja, also gut, also die Frau ist ja zum Beispiel leistungsmäßig enorm beeinträchtigt alle 4 Wochen durch ihre Tage. Ja. Warum hat Apple noch kein Geld angeboten, damit Frauen direkt nach ihrer Pubertät sich operativ ihr Klimakterium vorverlegen lassen können? Ja. Oder für die Zeit, die Unternehmen verloren geht durch Klopausen, da wären also schnellstens Mitarbeiterwindeln zu empfehlen oder auch künstliche Darmausgänge. Ja, das ist ja etwas überspitzt, muss man sagen, oder nicht? Ja gut, also muss schon sagen, ich wundere mich schon, dass bei dieser Planungswut landwirtschaftliche Großbetriebe noch nicht angeboten haben, die Gefriereier der Frauen maschinell zu besamen und in Legebatterien großzuziehen. Wie Hannah Arendt kraftvoll sagt. Also, das heißt, Sie meinen, dass die Frau auf der Suche nach Selbstverwirklichung nichts anderes erreicht, als dass sie ökonomisch einfach optimiert wird? Oder wie meinen Sie das, Herr Kretschmann? Ja, gut, also, mich als katholischer Diözesanrat belastet es natürlich schon enorm, dass das Ganze rausläuft auf einen Verlust, kann man sagen, von Ehrfurcht vor dem Leben und eine gewisse Gottesferne. Naja, da kann man froh sein, dass Gott wenigstens ein bisschen näher zu uns herabgestiegen ist, möchte man sagen. Sprechen Sie von mir? Nein, ich meine nur, dass er sich immer breiter macht im Bundespräsidialamt. Schade. Ja, gut, okay. Liebe Gläubiger, liebe Deutsche,
Verehrter Herr Bundespräsident. Ach so, das bin ich ja selbst. Aber ich höre es gerne, wenn man mich so anspricht. In einer meiner vortrefflichen letzten Reden habe ich es so wunderbar vorzüglich ausgedrückt. Mit mir als Bundespräsidenten Gauck gibt es endlich wieder Kondens in den Wertvorstellungen. Wir brauchen die Sahne, die sich gnädig über den Kaffee legt, wenn er zu stark geworden ist. Unsere Werte aber weichen zu stark voneinander ab. Und so müssen wir zugeben, dass man Freiheit erst spürt, wenn man sie vermisst. So wie wir Gesundheit erst schätzen, wenn wir krank sind. Müssen wir also uns nicht wieder an Kriegen beteiligen, um am Frieden Gefallen zu finden? Aber müssen wir wirklich die Linke regieren lassen, um uns nach Freiheit wieder zu sehnen? Da gab es Kritik an mir und auch Respektlosigkeit. So habe ich neulich erfahren müssen, dass mein gesamter Körper nachgebildet ward bei Madame Tussaud. Aber steht es nicht geschrieben, du sollst dir kein Bild machen von mir? Vor allem kein so perfektes, dass viele der Ansicht sind, Frau Tussauds Kopie ist so gut gelungen, dass sie sogar frei draußen herumlaufen kann. Und das mir, wo ich Zeit meiner Zeit in jeder Position, immerhin und ohne Dar, der Stellvertreter der Deutschen auf Erden bin. Ich bin im biblischen Sinne ganz Ihr Johannes Gauck der Zweite. Nun, Herr Kohl, Sie sind ja im Grunde genauso oft unterwegs wie Joachim Gauck, obwohl Sie nicht mehr im Amt sind. Wie merken Sie sich, wo Sie gerade sind? Wie merken Sie sich das? Ich mache mir einen Knoten ins Taschenbuch. Ah ja, was halten Sie eigentlich von Blondinenwitzen? Da fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen. Ja. Welche drei Dinge würden Sie gerne mitnehmen auf eine einsame Insel? Drei Dinge? Ja. Ein Buch, ein Werkzeug, Hund und Katze. Ein wunderbares Schlusswort. Danke, Helmut Kohl, dass Sie da waren. Und danke, meine Damen und Herren, dass Sie da waren. Und denken Sie immer daran, Wunder werden in Deutschland sofort erledigt. Nur Helmut Kohl dauert etwas länger, bis er sich erledigt hat. Wen wundert's? Guten Abend. Applaus